Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Wir schauen uns jetzt an, wo wir die nächste Mission haben. Und zwar müssen wir... Ja, müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin. Das heißt, einmal ans Schiff. Oder aufs Schiff. Und hepp. Ah, wir haben Kohle. Die holen wir uns natürlich. Geld, Geld, Geld. Ich brauche Geld. Ich bin ein armer Schiffer und ich brauche Geld. Die Seekampagne. Erfolg. Sehr gut. Und auch ein Erfolg. Sehr schön. Sammelobjekte haben. Savannah. Alles klar, okay. So. Da haben wir die nächste Mission. Nehmen wir die mal. Die muss man reparieren. Das machen wir doch. Welche schicken wir denn los? 87%. Reparieren wir auch. Der hat 100% Wahrscheinlichkeit. 94, 94. Eine von 94ern. Bitteschön. Und hier schicken wir die Dukin. Und was haben wir hier noch? Savannah. Sussex. Passt. Ja, wir können verlassen. Ah, ihr könnt es da Verbesserungen geben. Was haben wir denn Schönes? Tabak wieder. Verkaufen wir doch. Den Rest müssen wir behalten. Und dann Morrigan-Verbesserungen. Sieht schlecht aus. Ah, Stauraum für schwere Kugeln. Damit kann die Morrigan eine gewöhnliche Menge schwerer Kugeln transportieren. Stauraum für Mörserkugeln. Stauraum für brennendes Öl. Mannschaftsquartiere. Damit kann die Morrigan eine größere Anzahl Besatzungsmittel befördern. Komm, das nehme ich. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und dann kann man auch für sich selbst noch Zeug kaufen. Shay-Verbesserung. Und zwar... wird es ein bisschen arg teuer. Aber ist ab hier lohnt es sich wirklich. Soll ich noch ein bisschen sparen? Na, ich nehme einfach mal das britische Entermesser, oder? Wobei, ich kann es nicht kaufen. Warum nicht? Ich kann hier nur durchschauen. Ah, ich muss zu einem Händler gehen. Dann gehen wir mal hier raus. Und schauen uns mal ein bisschen um. Und zwar Hafenmeister, Gemischtwarenladen. Da müssen wir hin. Nein, 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 nein. Lieber der Gesangsverein. Der nimmt sich mal Wege raus. So, dann zum Gemischtwarenhändler. Direkt um die Ecke. Keine Kriminellen, keine Franzosen, ja, ist doch gut, toll. Schwertersätze und Dolche. Britisches Entermesser, ja, kauf mal. Ansonsten Munition. Schlafgranate. Ja, das passt alles. Ich könnte beim Hafenmeister. Ein bisschen Kohle habe ich ja noch. Ein bisschen was für das Schiff kaufen. An Munition.
kann ich zu Diensten sein? Och, eigentlich ganz gut. Ich brauche eine Munition. Mörsergeschosse. Füll mal auf, ja. Schwere Kugeln. Haben wir voll. Haben wir beides voll. Alles klar. Vielen Dank für euer Vertrauen. Auch gerne doch, kein Problem. Dann will ich mal los. In See stechen. Da ist wohl ein Schiffchen untergegangen. Starten wir mal den Missionenabend. Dann sind wir zu spät. Nein. Fort Frederick ist in der Nähe. Sicher kann der Colonel es halten. Ihr hört den Captain, Männer! Beeilt euch! Großsegel setzen! Hallo! Ja, genau da komme ich gerade her. Es ist etwas unlogisch, sagen wir mal. Ah, hey. Nehmt die Rahen aus dem Wind. Holt sie nieder. Raus aus dem Wind. Bleibe bei, es ist etwas unlogisch. Na, dann kämpfe ich mich mal durch. Komm, zack, mach ihn platt. Jetzt haben wir endlich genaue Power hier. Jetzt läuft es auch. Ich mache hier einfach mal alles platt, was nur da ist. Das wird jetzt ein richtiges Gemetzel hier. Ja, um es die neuen Schwerter doch auch mal auszuprobieren, würde ich sagen, ne? Zack. Und dann dich noch. So, wir müssen da hinten Monroe erreichen, ne? Dann erledige ich dich noch kurz. Ich werde mich doch hier nicht schleichend durchbegeben. Die fackeln mir hier die Hütte weg. Die mache ich doch platt. Ich bin Profi-Niedermetzler. Shay hat mal in der Fleischerei gearbeitet, der weiß, wie das geht. Und zack, und zack. Och, ich habe keine Lust anzuhalten, tut mir leid. Und zack. Oh, noch ein paar. Soll mir recht sein. Jetzt wird mal richtig schön erledigt hier. Und jetzt haben wir den Stärksten erstmal weg. Und dich auch noch. Hier wird keiner überleben. Rauchbomben sind etwas besser. Nach einsammeln muss ich hier nicht. Ich mach dir auch so einfach platt. Oh, du noch, mein Großer. Ich lasse sicher keinen übrig. Dann spürt sie immer mal rein. Und zack. Und zack. Zwei Stück. Und Nummer drei. Oh ja, solche Missionen liegen mir. Und dich auch noch. Verbrenne, Mann. Verbrennung und Verbrennung hier.
Wo haben wir den nächsten? Da hinten. Zack, wieder zwei. Und weiter, und weiter, und weiter. Komm, komm, komm. Und dich auch noch. Ach, das ist der Colonel. Entschuldigung. Den Colonel wollen wir nicht umhin. Geschafft. Das ist Kesse Gowases Werk, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Manuskript. Ihr verwahrt es. Bringt es zu Morrigan. Ich befehle es. Ihr wollt mir befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Ach, die übernehme ich gerne. Kesse Gowase. Dich kriege ich, mein Freund. Ha, denkt, dass ich es schaff's. Guck, guck. Ich bin heute ein bisschen schneller. Ihr habt viel gelernt. Ich bin kein Verräter. Kesse Gowase. Es musste nicht so enden. Und oh, du bist ein Feind. Achilles verlangt deinen Tod. Was er tut, ist falsch. Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern. Du wirst scheitern. Monroe ist jetzt schon tot. Was meinst du? Liam. Monroe retten. Los, 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 los. Ich hoffe, hier können wir runter. Ja, können wir. Jetzt ist keine Zeit zum Kämpfen. Jetzt ist Zeit zum Laufen. Der Colonel lief Richtung Cox. Ein großer Mann mit Axt war ihm auf den Fersen. Los, los, Shay. 150 Meter, 2,5 Minuten. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Die Distanz ist einfach zu kurz. Komm schon, lauf, Shay. Ein guter Sprung. Da brennt die nächste Hütte. Komm schon. Komm. Verdammt, die Flammen. Das Manuskript. Ein Assassinennamens. Liam. Ich hole es zurück. Ich schwöre es. Shay. Oh, verdammt. Mission abgeschlossen. Was folgt jetzt? Wo bin ich? In New York? Ja, zurück in New York. Dann schauen wir uns die nächste Mission an, würde ich sagen. Ich brauche das Manuskript zurück.